Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast hier auf meinem Kanal. Ganz neu aus meinem Ladenlokal heute die erste Folge. Und es geht um den richtigen Schnitt Computer, wenn ihr Windows verwendet. Welche Komponenten braucht ihr? Worauf solltet ihr achten? Muss so ein Rechner wirklich teuer sein oder reicht auch was Günstiges? Ich kann euch das sogar gar nicht beantworten, da ich ausschließlich Apple Mac-User mit Final Cut Pro bin. Aber ein guter Bekannter von mir, der auch Filme produziert, hat dazu ein Video gedreht, erklärt euch, worauf ihr als Windows Premiere-Nutzer, worauf ihr da achten müsst. Und das zeige ich euch jetzt. Ich werde seinen Kanal unten in der Beschreibung verlinken, sowie das Originalvideo. Lasst bei ihm und am besten auch bei mir ein Abo da, aktiviert die Glocke und viel Spaß bei dem Video. Moin Leute, moin Filmemacher. Ja, oft kommt die Frage auf, kann ich mit diesem PC, den ich hier habe, oder mit dieser Hardware, die dort angeboten wird, eigentlich 4K schneiden? Und die erste gute Nachricht ist, so teuer ist das eigentlich überhaupt nicht. Wenn man auf großen Seiten guckt, die professionelle Systeme für 4K Editing in Premiere Pro anbieten, dann kommt man oft auf Preise von so um die 3.000 €. Und da kann ich euch eine Warnung geben, das ist überhaupt nicht nötig. Ich stelle euch einen Rechner für 1.200 € zusammen, mit dem ihr locker, wirklich locker, 4K-Material aus Consumer-Kameras, wie zum Beispiel der GH5 oder der X-T3 oder der Sony Alpha 7 III schneiden könnt. Klar, besser geht immer und mit mehr Geld ist auch mehr zu lösen, aber für 1.200 € kriegt ihr hier wirklich einen Rechner, mit dem ihr arbeiten könnt. So, ich muss mir jetzt mein Handy zur Hilfe nehmen, weil das ist auch ein bisschen viel, was ich mir hier zusammengesucht habe. Ich habe mich selber damit jetzt in letzter Zeit ziemlich viel beschäftigt, habe mir selber wieder einen Rechner zusammengestellt. Ich habe vorher auf einem Notebook geschnitten, war damit nicht so zufrieden, weil das Live-Playback in 4K 50 Frames per Second funktionierte einfach überhaupt nicht und das finde ich total unangenehm und auf sogenannten Proxys wollte ich auch nicht zurückgreifen und habe mir dann wieder einen Rechner zusammengestellt. Wir reden hier natürlich von einem Rechner für Premiere Pro, nicht für FCPX oder für DaVinci. Da braucht man andere Specs, da sind andere Komponenten wichtiger. Wir reden jetzt von dem sehr gängigen Programm Premiere Pro, wo auch sehr viele von euch mitschneiden werden. Natürlich könnt ihr auch die anderen Programme damit benutzen. Es ist aber nicht dafür optimiert. Dafür würde ich euch nochmal ein extra Video machen, wenn ihr das wollt. Könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben oder mir bei Facebook einen PN schreiben. Sowieso dürft ihr mir natürlich gerne PNs schreiben. Ich kann mit euch auch eine individuelle Lösung erarbeiten. Ich mache das gerne für euch. Ich habe auch schon so viel in der Community gelernt und ja, man kann auch einfach mal was zurückgeben. So. Ne? Die eine Hand wäscht die andere. Wir sollten auch ein bisschen mehr zusammenhalten unter den Filmemachern und dann können wir auch alle davon profitieren. Ich kann euch den Rechner auch zusammenbauen übrigens. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe schon Dutzende Rechner zusammengebaut. Dafür müsste ich natürlich dann eine kleine Gebühr nehmen. Wir müssten gucken, wie wir das mit den Versandkosten machen oder ob ihr den bei mir abholt. Aber generell, wenn ihr sagt, okay, uff, der ist jetzt zwar 1.000 oder 2.000 € günstiger als bei einem Profi, aber ich muss den ja zusammenbauen. Ich kann das überhaupt nicht. Ich muss die Software installieren. Das kann ich auch nicht. Kein Problem. Kriegen wir hin. Schreibt mich einfach an. Ich helfe euch da wirklich gerne. Auch wenn es darum geht, dass ihr keinen langweiligen PC haben wollt. Ein bisschen mehr Optik, ein bisschen mehr Pep. Das soll irgendwie auch cool aussehen. Soll irgendwie cool aussehen. Ein geiles Lifestyle-Produkt sein. Kriegen wir alles hin. Ich kenne mich da gut mit aus. Ich komme aus der Modding-Szene und aus der Gaming-Szene. Generell muss man immer gucken, man kann Gaming-Systeme nicht mit Schneidesystemen vergleichen. Das ist was völlig anderes. Und das ist auch das Problem, was viele Seiten haben. Die setzen dann dort einen, ich sage jetzt mal das beste Beispiel, einen i9-9900K in das System, der primär aber eine Gaming-CPU ist. Ja? Also der skaliert mit After Effects sehr, sehr gut, skaliert aber mit den Programmen, wo man dann auch wirklich viel Zeit drin verwendet, zumindest in den meisten Fällen. Denke ich mal, ist das bei euch so, Premiere und DaVinci eben nicht so. So, und da muss man natürlich Prioritäten setzen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt eine After Effects-Maschine haben, dann kommt dann natürlich ein ganz anderer Prozessor rein, weil After Effects skaliert noch mehr mit dem Prozessortakt als mit Kern.
Das ist aber bei Premiere und bei DaVinci anders. Da hat man auch einen großen Vorteil von mehr Kernen. Gerade auch, wenn man noch nebenbei sagt, okay, ich will auch noch ein bisschen Blender, also so 3D-Rendering machen oder zum Beispiel CAD, dann kommen die Kerne auch wieder zum Tragen. Deswegen tendiere ich eher zu Prozessoren mit mehr Kernen, weil ihr einfach in einer größeren Bandbreite von Programmen einen Vorteil habt gegenüber einem Prozessor mit zum Beispiel 8 Kernen wie dem 9900K. Kommen wir zum Einstiegsrechner. Ich werde euch natürlich heute erstmal den Einstiegsrechner vorstellen, weil das wird auch der interessanteste für die meisten sein. Ich werde generell drei Systeme machen. Ein High-End-System, was aber auch nicht High-High-End ist, sondern ein System, wo ich sage, okay, der Preis passt zur Leistung. Ja, also man kann dann auch nochmal 3.000, 4.000 € mehr investieren, kriegt aber vielleicht nur 5% mehr Leistung. Das lohnt sich nicht. Das wird der Punkt sein, wo ich sage, ab da lohnt sich mehr Geld nicht mehr. Ne? Dann ein mittleres System, was wirklich schon einen sehr guten Performance-Vorteil zum günstigen System bietet, aber preislich natürlich immer noch attraktiv ist. So, und heute fangen wir mit dem Einstiegsrechner an. Kommen wir erstmal zu den Komponenten. Ich werde natürlich auch erklären, warum ich diese wähle, warum die genau dort liegen. Ihr werdet euch wundern, selbst der Einstiegs-PC hat relativ viel RAM. Nämlich 32 GB G-Skill Ripyoffs, kann man ja kaum aussprechen. DDR4 3200 RAM. So, warum 32 GB in einem Einstiegssystem? Das ist halt einfach den Grund, dass diese 32 GB, die kosten aktuell 170 € oder 140 €, je nach Kurs, ne? Das geht ja auch mal hoch und runter. Aber so in dem Preis liegen die im Moment und die Zeit ist im Moment gut, um RAM zu kaufen. Das heißt, diese Chance, den RAM so günstig zu bekommen, werdet ihr nie wieder haben. Da gibt es nämlich auch das Kit mit zwei Speicherbänken. Das heißt, ihr habt 2 x 16 GB Dual-Channel. Der Dual-Channel bringt euch natürlich einen enormen Geschwindigkeitsvorteil, hat die doppelte Speicherbandbreite gegenüber Single Channel. Das ist nämlich auch der Fehler, den viele machen, dass sie sich nur ein 16er Modul verbauen oder ein 32er Modul und das bremst das System richtig, richtig aus. Im Vergleich 8 GB Single Channel RAM zu 32 GB Dual Channel RAM liegt der Geschwindigkeitsvorteil bei fast 50% im Export, ne? Und das ist natürlich eine Marke. Das merkt man ganz klar. Ja, zum Netzteil. Da kommt ein 650 Watt Seasonic Focus Plus mit Gold-Zertifizierung zum Einsatz. Das hat den Vorteil, dass das ein sehr zuverlässiges Netzteil ist. Das hat sehr gute Komponenten innerhalb verbaut. Das heißt, es ist sehr zuverlässig, sehr stabil und verbraucht auch nicht so viel Strom. Wenn ihr viel damit arbeitet, dann wird die Stromrechnung euch das danken. Kommen wir zum Mainboard. Da kommt ein MSI B450 Pro VDH Plus zum Einsatz. Das ist ein sehr aktuelles Mainboard mit einem sehr aktuellen Chipsatz. Das heißt, wenn ihr demnächst aufrüsten wollt, dieser Sockel und der Chipsatz wird mindestens noch die nächsten 2 Jahre supported. Das heißt, ihr könnt dort auch problemlos aufrüsten, zum Beispiel auf einen 16-Kerner, die jetzt bald kommen sollen. Laut Gerüchten, aber auf kurz oder lang werden die auf jeden Fall kommen. Und das ist natürlich eine geile Option, die ihr dort habt. Das ist auch der Grund, warum ich nicht auf Intel setze. Erstmal ist der Prozessor, den ich einsetze, das ist nämlich der 2600er von AMD. Das ist ein 6-Kerner mit 6x3,4 GHz. Der ist viel günstiger, liegt bei 150 € circa. Und performt in Premiere so gut wie ein Intel-Prozessor, der ungefähr bei 290 € liegt. So, ne? Das sind schon mal wieder Preisunterschiede, die könnt ihr wieder in euer Equipment stecken oder in einen guten Monitor, was ja auch viele vergessen. Und all sowas. Dazu kommt dann, dass ihr das demnächst aufrüsten könnt. Das heißt, ihr seid dort nochmal in der Lage, ohne großen Kostenaufwand euer System deutlich schneller zu machen. Als Systemplatte kommt eine Crucial 500 MX zum Einsatz. Das ist eine SSD mit sehr hoher Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Das heißt, über 500 MB pro Sekunde können dort gelesen und geschrieben werden. Sie ist sehr, sehr zuverlässig laut Tests und kostet nicht viel. Das ist der Vorteil.
Ja, als euer Datengrab kommt eine 3 Terabyte Toshiba zum Einsatz, auch eine sehr zuverlässige Müll, Daten, Sammel, Daten, Ablegeplatte. Der Vorteil bei 3 Terabyte ist, dass das ungefähr der Sweet Spot ist zwischen höherpreisigen und niedrigerpreisigen. Das heißt, ihr bezahlt für diese Platte rund 70 € und wenn ihr jetzt zum Beispiel nur 1 Terabyte nimmt, bezahlt ihr immer noch 55 €. Also ihr kriegt für diese paar Euro mehr deutlich mehr Speicherplatz. Und sobald man höher geht, zum Beispiel 6 GB, da ist man dann schon über 140 € los. Das heißt, da lohnt sich das Geld eben nicht mehr. Aber 3 TB ist der Sweet Spot und da kann man echt gute Schnäppchen bekommen. Ja, das Gehäuse ist ein Be Quiet Base 600 gedämmt. Ja, ich betone gedämmt, weil man möchte ja beim Arbeiten auch nicht im Hintergrund die ganze Zeit das des Rechners haben. Es soll ja schon irgendwie auch angenehm von der Lautstärke sein. Da ist der Vorteil, dass es gedämmt, das ist schön schwarz und schlicht und kann sich in jedem Raum eigentlich gut einfügen und ins passende Design. Wie ich schon sagte, wenn ihr da natürlich andere Wünsche habt, boah, das muss blinken, das muss irgendwie ein Sichtfenster haben, das muss unter Wasser sein, auch das kann ich euch zusammenstellen, ja? Also meldet euch wirklich einfach. Ihr müsst da keine Angst haben, ich mache das gerne und das kostet euch auch nichts, ne? Und ja, der Zusammenbau, klar, kann ich euch auch machen. Dann bestellt die Teile, lasst die zu mir schicken. Ich baue euch das zusammen, richte euch das ein, packe euch schon Premiere und was ihr so braucht drauf, mache euch die Treiber aktuell, update euch das BIOS, all das, was man so machen kann und was dazu führt, dass das System nachher ja auch schön sauber und gut läuft, ne? Aber da müssen wir uns halt über den Preis irgendwie einig werden. Aber da mache ich mir auch keine Sorgen. Und ihr liegt preislich dort dann immer noch deutlich unter anderen Systemen. Ich habe das System mal leistungstechnisch mit einem System von einem professionellen, in der Szene sehr bekannten Produzenten von Schnittrechnern bzw. Workstations verglichen. Und ihr liegt ungefähr 2.000 €, ja, 2.000 € unter dem Preis von diesem Hersteller. Gut, natürlich habt ihr dort einen gewissen Service und ich will es auch gar nicht in Frage stellen. Die haben Erfahrung, die stehen dort auch mit ihrem Namen. Das heißt, die müssen ja auch irgendwas repräsentieren, müssen dafür gerade stehen, wenn sie Scheiße verkaufen. Ich auch mit meinem Namen, aber es ist natürlich was anderes, wenn dann eine Firma und Angestellte hinterstecken. Die müssen ganz anders kalkulieren. Die haben natürlich auch ein Lager, die haben Büroräume, die haben eine Marketingabteilung, natürlich müssen die dafür auch Geld nehmen, ne? Also ich stelle das nicht in Frage, aber für euch persönlich, vor allem für die, die gerade anfangen, ist es ja vielleicht ganz interessant, diese 2.000 € einzusparen. Ist einfach so. Eine ganz normale Garantie habt ihr auch auf alle Teile von meistens sogar 2 Jahren, manche Teile sogar bis zu 6 Jahre und ja. Da könnt ihr auch ganz genauso die Teile einschicken und ich helfe euch natürlich auch, falls mal irgendwas defekt geht, ne? Da braucht ihr keine Angst haben. Ja, kommen wir zur Grafikkarte. Dort kommt, wie erwartet, eine Nvidia-Grafikkarte zum Einsatz, weil die aktuell der günstigste Einstiegspunkt ist zu einem flüssigen Live-Background-Rendering. Das heißt, ihr habt eine Timeline, ihr packt da ein Lumetri drauf, ihr packt dort einen Effekt drauf. So, und das geht alles zu Kosten dieser Grafik, der Grafikkarte. Ne, was viele vergessen, eine Grafikkarte ist schon wichtig für so ein flüssiges Backplane, ne? Damit ihr flüssig schneiden könnt. So, und da ist die 1060 genau auf der Schwelle, wo es Sinn macht zu investieren. Die kostet so um die 220 € und ihr könnt dort mit wirklich 4K flüssig schneiden. Was sie nicht kann, ist zum Beispiel Red 8K Footage im Live-Backplay darzustellen. Dafür ist sie zu schwach. Aber wenn ihr euch natürlich einen Entry-PC kauft, gehe ich da ja auch nicht von aus, dass ihr dann mit einer Red 8K dort agiert. Ja? Dafür ist dann eben auch der High-End-Rechner gedacht und das Geld solltet ihr dann natürlich auch investieren. Also den Sinn auch dahinter sehen. Wenn ihr euch eine Kamera für 40.000 € kauft, dann ist auch ein Rechner für vielleicht mal 3.000 € ganz sinnvoll. Ja,
damit haben wir, Sekunde, ich gucke nach, alle Komponenten einmal behandelt. So, jetzt habe ich nochmal einen Vergleich, wie schnell ist das System eigentlich? Ja, ist das schnell, ist das langsam? Was kann das schon sein für um die 1000 bis 1200 Euro? Ne? Kann das was? Ja? Und ja, ich habe mir dafür ganz viele Benchmarks angeschaut, ganz viele YouTube-Videos verglichen, habe dort Tabellen gebildet, habe geguckt, okay, wie viel schneller ist dieser Prozessor gegenüber anderen, wie langsamer ist er gegenüber anderen. Und eigentlich sind das verblüffende Ergebnisse, weil der Prozessor ist gerade mal 90% so schnell im Live-Playback, also das ganze System ist gerade mal 90% so schnell im Live-Playback wie die Top-Komponente. Der 9980 XE-Prozessor von Intel, der über 2000 Euro kostet. Ja? Also ein 150-Euro-Prozessor kann das fast das gleiche Live-Playback bieten wie dieser High-End-Prozessor. Klar, sobald wir zum Export kommen, zum Rendern, dort ist natürlich eine Riesenspanne. Ja? Der ist ungefähr 50% so schnell. Aber man muss sich auch überlegen, die CPU kostet 150 Euro und nicht 2200 Euro. Und dann ist 50% immer noch ein super Wert. Wenn ihr natürlich auf Zeit arbeitet und sagt, boah, jede Sekunde zählt, dann müsst ihr natürlich auch größer in die Tasche greifen. Aber dann habt ihr dementsprechend wahrscheinlich auch oder solltet ihr auch natürlich ein Einkommen davon haben. Das heißt, ihr könnt euch das natürlich auch leisten. Wenn ihr aber anfangt und gucken wollt, wie das ist und das Spaß machen soll, dann ist dieses System wirklich gut und für den Preis auch wirklich das Geld wert. Und ihr könnt dieses System auch ganz einfach wieder aufrüsten. Wenn ihr sagt, boah, jetzt kaufe ich mir aber eine 8K Red oder eine Red Scarlet oder weiß der Geier was. Es ist einfach aufzurüsten. Es ist Plug and Play. Ihr könnt den Prozessor abnehmen, die neue Generation abwarten, da kommen dann Prozessoren mit 16 Kernen und 32 Threads und 5 GHz Takt, die können dann auch locker mit diesem Material umgehen. Ihr habt die Basis dafür, ja, mit diesem günstigen PC. Und das ist einfach das, was so geil ist daran. Ja? Ihr müsst nicht wieder einen komplett neuen Rechner kaufen, wenn ihr euer System umstellt. Ihr könnt einfach ein bisschen aufrüsten. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich kann das hier natürlich nur auf dem Papier machen, wenn ihr sagt, boah, das ist so cool, es wäre total geil, wenn du sowas mal testest. Ja? Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir irgendwie eine Patreon-Seite oder sowas einrichten, dass wir hier irgendwie so ein kleines Testlabor einrichten können oder so. Ihr könnt aber auch mal eure Ideen, vielleicht kann ich auch mal was anderes machen. Ich kann euch auch meinen Rechner mal zeigen, kann mal zeigen, wie das funktioniert. Ich habe nämlich so einen AMD-Prozessor drin und ich habe so eine kleine Midrange-Grafikkarte. Und beim nächsten Mal zeige ich euch dann das Datenblatt des Midrange-PCs. Ich werde euch auch jetzt hier drunter den Einstiegs-PC verlinken. Das wird ein Mindfactory-Link. Das ist nicht bezahlt. Dafür kriege ich kein Geld. Ich bin einfach sehr gerne in diesem Shop selber am Einkaufen, weil der ist auch vor Ort. Das heißt, ich kann dorthin gehen und wenn was schief läuft, kann ich da hingehen und sagen, ey, was macht ihr da für eine Scheiße? Gebt mir ein neues Produkt. Ne? So. Ich muss da keine langen Lieferzeiten, Lieferwege einhalten. Ich kann einfach hingehen, das abgeben, kriege ein neues mit und gut ist. Der Service ist da echt super vor Ort. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen, hilft euch in eurem Entscheidungsprozess weiter. Ich verlinke den Korb hier drunter. Und wenn ihr das zusammengebaut braucht, dann meldet euch einfach per PN bei mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.